Ja, nee, du, da machst du mal kurz Stopp. Das ist aber ein Thema hier, ne? Also das war der größte Scheiß. Also der größte Scheiß. Doch, hack ich jetzt mal rum. Nee. Von mir. Das glaube ich. Von mir, wann geht's los? Moin, wir sind Jenny und Sven Ole Johansson aus Tangendorf. Ihr kennt uns wahrscheinlich vom NDR auf dem Land mit Jenny. Und ab heute gibt es eine Nordreportage mit uns. Da wird sozusagen alles nochmal gezeigt, was wir ein Jahr lang gemacht haben. Und wir gucken uns die jetzt auch das erste Mal an. Und ja, sind ganz gespannt, was wir eigentlich in einem Jahr gerissen haben. Ich bin nicht gespannt. Ich weiß ja, was passiert ist. Ja, ich auch. Aber so ein Rückblick ist doch mal schön, jetzt, ja, oder nicht? Nee. Sieht man nur die ganzen Katastrophen. Ich bin gespannt. Niemand hätte freiwillig diesen Hof übernommen. Das stimmt. Man dann kann man halt auf die Idee, Heumilch zu machen. Ich habe eben das Problem, dass wir eben noch nicht genügend Heu haben. In Wipphebel! Nee, Wipphebel! Links, nee, Wipphebel! Du bist Wipphebel! Es ist nicht nur einfach morgens füttern und melken, es ist so viel. Warum liegt da eigentlich wieder ein T-Shirt, ganz ehrlich? Weil ich mich ausziehen musste, weil scheiße warm ist. Ja, aber dann passt doch woanders hin. Die auch nur rum. Soll ich jetzt wegen jedem T-Shirt reinrennen oder was? Nee, aber legst du doch irgendwo ordentlich hin. Schatz, ich hab's sogar gefaltet. Das ist ordentlich. Ach, guck mal, machen wir hinten die Fläche gerade schier. Guck mal. Aber das mit diesem Aufräumwimmel, ne, das hast du ständig. Egal, wo ich irgendwas mal eben kurz hinlege, da wird gleich hinterher georgelt. Aber bei dir ist es ja nicht kurz. Es bleibt zum Teil der Tage. Nee, eben nicht. Ja. Telegram. Nee. Toppenstedt in Niedersachsen, südlich von Hamburg, Oktober 2021. Sven Ole und Jennifer Johansson stehen vor einem besonderen Jahr. Ja, bei mir darf man nicht so richtig zugucken. Ich mache es nicht so ganz professionell, ne? Immer noch nicht. Das finde ich übrigens sehr, sehr schön, dass das mal festgehalten wird, dass du mal arbeitest. Ich arbeite immer. Ja. Ich mache es noch nicht so professionell wie mein Mann. Ich frage wie. Das Ehepaar hat einen verschuldeten Hof übernommen. Ja, wir haben ja ein Jahr jetzt das Ganze bewirtschaftet und es geht einfach so nicht. Also wir kommen einfach aus diesem Teufelskreis nicht raus. Dazu muss man wissen, dass wir wirklich pro Liter, den wir melken, Verluste machen. Wie viel sind es im Moment an Cent? Wie viel sind das? 7 Cent? 8 Cent, also minus. Wie viel sind das jetzt? Nee, ist immer noch so. Also die Erzeugerpreise sind ja auch gestiegen, obwohl die Verkaufserlöse ja auch gestiegen sind. Aber am Ende bleibt es gleich. Hat sich also nichts geändert? Nö. Das pro Liter Milch, nur mal so. Und mein Mann kam halt auf die Idee, Heumilch zu machen. Es gibt es halt hier oben im Norden noch nicht oder zumindest nicht so ausgiebig in der Direktvermarktung überhaupt. Und das ist halt ein altes bayerisches und österreichisches Modell. Und der Vorteil der Heumilch ist einfach einmal von der Artenvielfalt her, dass wir die Gräser eben so hoch wachsen lassen, dass sie in der Blüte sind und eben auch Insekten und Vögel und Rehe und was weiß ich nicht alles da eben auch nisten oder eben dann auch brüten kann. Und wir das dann eben erst abmähen nach der Blüte. Aber würdest du es nochmal machen mit der Heumilch? Also mit dem Krieg, das wussten wir jetzt auch nicht, dass das alles kommt und so. Aber würdest du es jetzt mit dem Wissensstand von heute nochmal machen? Mit dem Wissensstand von heute? Ja. Nee, ne? Nee. Also ich würde es gerne nochmal machen, ja, aber mit dem Wissensstand von heute würde ich es nicht machen. Ja. Aktuell ist es ja so in dieser Situation, dass die Biomilchpreise gar nicht mehr so weit ab sind von den konventionellen Preisen. Fast gar nicht. In manchen Molkereien schon fast gar nicht. Und das Problem ist aber eben auch, dass die Einkaufspreise für Futtermittel, Diesel, all sowas eben auch angestiegen sind. Und deshalb hat man am Ende eigentlich genauso wenig oder viel übrig wie vorher auch. Also eigentlich haben wir jetzt Heumilch nur für uns. Nur für uns gemacht, ja. Nur für uns. Für uns und für die Tiere. Ja. Zweite Vorteil ist eben, dass es die ursprünglichste und traditionellste Form der Fütterung ist von Milchvieh. Wir begleiten die beiden auf ihrem Hof über ein Jahr. Denk daran, dass du das Kabel abziehst vorher. Ja. Oh, guck mal, hier ist also noch ohne Zaun. Wahnsinn. Guck mal, ohne unseren Zaun. 95 Euro weg.
Es waren 75 Euro. Ja, netto, netto. Seit 4 Monaten produzieren die beiden Heumilch. Ihre Kühe bekommen seitdem ausschließlich Heu, Gras und etwas Kraftfutter. Keine Silage mehr. Trinkst du noch das Mittagessen nachher? Natürlich. Auto. Das ist Papas Auto, ne? Und rast nicht so. Guck mal, hier hinten, siehst du das? Da, die ganzen... Ja, Wasser. Ja, die ganzen Strohballen, die noch zugedeckt sind, wo es jetzt da ist. Oh, schon schön geworden. Okay. Rasen tust du trotzdem immer noch. Auslieferung der frischen Milch. Was hat das mit Rasen zu tun? Ich erzähle gerade, wie schön das geworden ist. Ich hab's doch gesagt, Alter, die nächsten 95 Euro. Ich hab dir heute 5-mal gesagt, du sollst das Kabel vorher abziehen. Och, mein ganzes Silage. Ne, das Kabel, das kriegst du einfach nicht hin. Hä, mein Gott, es ist mir jetzt einmal passiert. Ja. Wir haben es alle verstanden. Ja. Und dir passieren auch Fehler. Ja, aber nicht sowas. Und vor allem nicht sowas, was ich dir schon 5-mal vorher noch 3 Meter vorher gesagt habe. Ich sagte nur, ne? Was? Muss ich jetzt hier nicht erwähnen. Was? Ja. Ist jetzt egal, aber dir passieren auch ein paar Sachen. Tu nicht so. Das hier ist das Kabel vom Kühlwagen, damit was Jenny schon einmal abgerissen gekühlt hat. Opa auch. Vor allen Dingen, die ist damit 30 Kilometer mit offener Motorhaube gefahren. Das musst du dir mal vorstellen. Meine Güte, es ist niemand zu Schaden gekommen. Es ist ja, hätte. Jenny ist gelernte Immobilienfachwirtin, kennt sich mit Verkaufen aus, will auch die Heumilch bestmöglich vermarkten und hat immer neue Ideen. Wir sind nämlich in so einem EU-Schulmilchprogramm Niedersachsen drin. Und da bekommen die Kindergärten, die sich beworben haben, Gratismilch in der Woche für die Kinder. Und das finden wir eine ganz schöne Sache. Bis vor 5 Jahren lebte Jenny noch in... Aber so schön ist das auch nicht mehr, weil der Papierkram einfach immens hoch ist. Ja, aber das ist Deutschland. Das ja, ist aber das ist Deutschland. Das ist Katastrophe. Aber man muss dazu aber auch sagen, wir müssen nicht verhandeln. Wir kriegen die Gelder so und es ist auch ein schöner Preis zurzeit. Ja, aber trotzdem. Also wir kriegen mehr Geld im EU-Schulprogramm als im normalen Verkauf. Trotzdem, wenn du für eine Unterschrift da 5 Wochen hinterherlaufen musst und also Katastrophe. Ja, aber irgendwann kennt man seine Pappenheimer und dann kann man ja auch dementsprechend gegendenken. Sag ich mal so negativ. Wirklich. Der Großstadt ist in Hamburg direkt am Kiez aufgewachsen. Was ist denn, wenn du nicht da bist, wie einsam? Völlig unkonzentriert auf der Straße. Kein Wunder, dass du beim Blitzer fährst. Hör ich immer, ich liebe dieses Lied. Schlagermove. Erfüllte Träume, der Platz, an dem dein Mantel hing, bleibt leer. Ja, Musik ist ja bei uns so ein Thema. Ich höre was ganz anderes als von Ole. Ich höre wirklich... Schlager, ich höre Pop, ich höre so Charts, ich höre Bibi Blocksberg. Nur gedruckt von meinen Kindern, ja. Aber ich höre ganz viel. Ich höre auch Oldies, ich weiß gar nicht. Bei mir ist es einfach Rock, Punk, Heavy Metal, fertig. Ja, Rock höre ich aber auch. Aber nicht dein Rock. Eigentlich wollte Jenny nie aufs Land, doch dann lernte sie vor 6 Jahren. Was sollen die Kinder haben? Zurück auf dem Hof. Hier ist Sven Ole aufgewachsen. Er ist 10 Jahre jünger als Jenny. Am liebsten wäre immer noch. Aber nur auf dem Personalausweis. Doch schließlich entschieden sich die beiden gemeinsam für den Hof, für die Landwirtschaft und für die Heumilch. Das hat aber auch schön gesagt. Eigentlich ist es wie Bierzapfen. Und das machen wir dann am Tag bis zu 200, 300 Mal. Dieses ganze Prozedere. Und schön schiefgeklebte Flasche. Handmade. Handmade. Die Flaschen mit der Hand, machen den Deckel wieder drauf. Handmade with love. Drauf. Und das ist eben mühselig. Und wenn du gut bist, schaffst du so 3 bis 4 Flaschen in einer Minute. Hatten wir dann noch gar keinen Käse? Kam später, oder? Wir haben jetzt auch Käse. Die Heumilch, wenn du jetzt was ganz Weißes hättest, siehst du, dass sie eigentlich fast gelblich ist. Und dieses Gelbliche kommt eben durch den hohen Fettgehalt von jetzt aktuell. Hauptsache, du kannst es sehen. Das ist eben das größte Qualitätsmerkmal, das wir eben haben, dass wir eben so einen hohen Fettgehalt haben, weil 5% Fett kriegst du so im Laden nicht oder wüsste ich zumindest jetzt nicht. Jetzt haben wir 4,7. Das kannst du nicht lernen.
Ja. Da bist du für geboren. Also da, klar kann man in der Ausbildung viel über Milch lernen, über Milchinhaltsstoffe, wie wird Milch produziert, wie schaffe ich das, dass die Kuh gesund ernährt wird, aber rein dieses Fieber für die Milch, da musst du wie Obelix eigentlich in den Trank gefallen sein. Wenn man die Sachen so ordentlich mal zu Hause aufhängen würdest, du. Ja, was machst du denn da? Oh, da hatte ich noch mein gutes Outdoor-Handy. Sven Ole ist gelernter Landwirt. Jenny macht vieles zum ersten Mal. Heute müssen sie alte Silageballen vom Feld räumen. Was muss ich jetzt machen? Den Wipphebel! Nee, Wipphebel! Links, rechts? Nee, Wipphebel! Hä? Wipphebel! Vor allem, er heißt ja so, es gibt gar keinen anderen Begriff dafür. Darum geht's gar nicht, Schatz. Du hast einfach eine schlechte Bezeichnung nach vorne, hinten und rechts und links. Ja, geht doch rechts. Hab ich doch gefragt eben. Mann, Mann, Mann. Die grünen Silageballen sind noch von den letzten Jahren. Durch die Heufütterung dürfen sie sie nicht mehr nutzen. Aus den letzten Jahren? War sie vom letzten Jahr? Der fällt doch gleich raus. Das war vom letzten Jahr. Also, ja, darf aus vom vorletzten Jahr. Es geht doch auf da! Die Ballen kann Sven Ole später noch auf den Feldern verteilen. Organischer Dünger. Na, stimmt, ich hätte die Maus noch auf dem Schuss gehabt. Bis gegen. Ja, ach nee. Das ist toll. Jetzt runter oder einfach fallen lassen? Nee, runter. Ja, unser Pauli ist ja auf einmal verstorben und es gab ganz viele Kommentare und auch private Nachrichten an uns. Vielen Dank dafür. Ich habe es noch nicht geschafft, jedem zu antworten. Daher einmal ganz kurz, Pauli ist verstorben aufgrund, wir gehen davon aus, eines natürlichen Todes. Es stand nur zur Debatte, entweder irgendwie ein Herzfehler oder halt eine Vergiftung. Aber wir haben hier selber auf dem Hof kein Gift. Pilze, weiß nicht, ob Katzen an Pilze rangehen. Der Tierarzt konnte auf jeden Fall Knochenbrüche oder äußere Verletzungen ausschließen, sodass wir davon ausgehen, dass er einfach, weil er auch so vorher weggelaufen ist und aber nur einen Tag tot war tatsächlich, dass er ja irgendwie durch was Genetisches oder Herzversagen irgendwie gestorben ist. Ja. Ein paar Wochen später. Neue Aufgabe, Stroh für die Liegeboxen. Aber hier möchte ich sagen nochmal, dass dieser Wipphebel da echt anscheinend super gut angekommen ist. Also, ich warte immer noch auf Merchandise und einen Techno-Remix übrigens. Es scheint ja irgendwie, scheint das ja witzig zu sein. Also ich scheine aber auch nicht die einzige Frau oder Mann auf dieser Welt zu sein, die diesen Wipphebel da irgendwie... Ja, aber ja. So ein T-Shirt mit Wipphebel und so ein Techno-Remix. Und der kleine Junge, der uns doch noch extra ein Bild gemalt hat. Das fand ich auch sehr, sehr süß. Was? Die Palettengabel, die da jetzt dran ist. Ja. Die kannst du da so stehen lassen. Ach, guck mal, selbst der Jäger war noch da im Hintergrund. Oh, da hat Glück drauf da. Der ist ja jetzt weg, ne? So, mal überlegen. Also erstmal jetzt haben wir ja ein Elektro. Wie haben wir das Elektro? Wir haben jetzt Elektro da. Soll ich da lassen, ne? Nee, erstmal Wipphebel! Damit die Verriegelung aufgeht! Der Wipphebel! Du und dein Wipphebel! Es ist wirklich schon selber lustig, ne? Damit die Verriegelung aufgeht! Der linke! Nein! Der rechte! Ja! Jetzt verstehst du das auf einmal, weißt du? Siehst du, da kannst du links und rechts komischerweise verstehen. Aber ich glaube, irgendwo findest du es auch geil, glaube ich. Nee. Also. Das macht ja so. Moment, was finde ich geil? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was finde ich jetzt geil daran? Ja, dieses ganze Landwirtschaftsbums-Gehabe. Gehabe? Ja. Ich finde das überhaupt nicht. Also, was meinst du mit geil? Also, was finde ich geil? Was meinst du mit Gehabe? Dass ich so tue, dass wir den überschuldeten Betrieb übernommen haben, bis heute nicht wissen, wie wir generell diesen Laden schmeißen sollen? Das finde ich geil? Ich verstehe das nicht. Was meinst du damit? Tust du nur so? Was denn? Hast du eben gesagt, ich tue nur so? Hä? Nee, ich verstehe das nicht, was du gerade meinst damit. Ja, alles. Was denn? Ja, alles. Ist doch ganz nett. Dann meinst du auch Gehabe? Ja, alles. Das Arbeiten und mit der Familie und so.
Nee, also ich finde, du böllst mich ja echt schon oft an immer. Du machst aber auch viel Kacke, ne? Ich baue überhaupt nicht viel Kacke. Auch genauso wie ich. Ja, dann kannst du den Scheiß auch alleine machen. Mache ich ja sowieso. Ja. Das ist keine andere normale Frau irgendwie, ne? Und wenn sie denn im Elternbeirat oder so erzählen kann, ich bin neulich hier Trecker gefahren das, und so. Sowas erzähle ich auch nicht. Was? Ich bin Trecker gefahren. Also ich sitze doch nicht da. Ich habe mir doch nur vorgestellt, wenn du da in deiner Förderverein-Bumsrunde sitzt, dass du sowas dann auch mal erzählst. Nein. So Erfolgserlebnisse. Nein, Schatz. Für dich. Erfolgserlebnisse? Ja. Ich bin Trecker gefahren. Ja. Nein. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Also es war noch nie mein Ziel und auf meiner To-Do-Liste, in dem, dass ich einmal Trecker fahre. Du das mal machen. Und ich finde, da ist auch nichts irgendwie anzugeben oder so. Also, was du mal denkst, was ich sage oder mache. Ich meine auch nicht angeben. Ja. Kann auf Verständnis stoßen, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Aber ja, aber das ist schon Liebe, glaube ich. Also muss es eigentlich, weil sonst wäre sie nicht. Du glaubst, es ist Liebe? Von wessen Seite? Meiner Seite, von deiner Seite? Von deiner Seite. Ach so. Nee, das muss doch Liebe sein. Das wird doch kein anderer normaler Mensch, normale Frau, wird das doch mitmachen. Bin ich nicht normal? Bin ich jetzt unnormal deswegen? Du bist völlig wahnsinnig, bist du. Also nicht nur vom Aussehen her, aber Aha. auch vom Ding her. Keine normale Frau würde so einen Quatsch mitmachen. Aber zeig dir nicht auf eine andere Art und Weise, zeig dir nicht auf eine andere Art und Weise, dass ich dich liebe? Doch. Achso, das klingt nicht so. Aber nur arbeitstechnisch, das muss Liebe sein. Also das macht man nicht einfach so, weil man, keine Ahnung, scharf auf das nicht vorhandene Geld ist. Oder ich würde so. Gerade sagen, also das ist Liebe. An Geld und Hektar kann es nicht gelegen haben. Ja. Oh, Hektar schon. Das wusste ich damals ja nicht. Nee. Es ist Liebe. Was denn? Ja, ist doch so. Ja, tat das jetzt so weh? Für mich nicht. Dreh ich mal so drumherum. So. Ja, sonst würde sie das nicht mitmachen. Sonst wirst du das auch nicht mitmachen. Also, es ist auch nicht so einfach, als Landwirt eine Frau zu finden. Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Was denn? Es ist wirklich nicht einfach, als Landwirt eine Frau zu finden. Als Landwirt oder? Da könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, liebe Landwirte. Es ist nicht einfach. Gerade in diesen Zeiten, wie Olaf Scholz sagen würde. Es ist nicht einfach. Hast du denn schon mit mehreren Landwirten darüber gesprochen? Habt ihr denn alle das gemeinsame Problem? Ja, wir haben immer einen Stammtisch. Jeden Vielleicht Mittwoch. Muss ich einmal Speed-Daten nur mit und für Landwirte machen. Das wäre mal eine Überlegung. Aber es ist nicht einfach. Ich glaube, du stellst das schlimmer, als es ist. Nee, es ist nicht einfach. Ich glaube, das ist tatsächlich... Früher war das einfacher. Da warst du als Landwirt noch ein angesehener Herr mit viel Land und einem Gutshof. Da sind alle Frauen dir hinterhergerannt. Von welchem Jahrhundert sprechen wir? Ist ja egal, aber es war mal. Da war es wahrscheinlich nicht mal irgendwie Produktion. Dann hast du einmal Dance of the Dale einmal einen Disco Fox hingeschmissen und ein Hektarhemd angezogen. Ne, je kleiner die Karos, desto mehr Hektar hat man. So. Und dann Abfahrt. Ne, und heute absolute Katastrophe. Das ist alles am Anfang, alles ganz toll, alles ganz lieb, aber wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht und was weiß ich hier, fass mal eine Fork an. Als würdest du so eine Oberfläche. Frau haben wollen. Mit ihrem Turmbeutel. Nee, will ich gerne. Ja, siehst du. Da habe ich auch schon ein bisschen Glück gehabt, glaube ich. Ich habe gar keinen Turmbeutel. Oh. Mach mal den Schildkrötengang rein. Mein Lieblingsgang übrigens. Den rechten Knopf, oben links. Ich kann ja so richtig herrlich doof gucken, ne? Ja, eben war da keine Schildkröte. Ja, dann war er wohl nicht drin. So, jetzt kannst du die Lichter funktionierten aber auch nicht mehr richtig, Schatz. Ich mache es jetzt noch nicht mal seit 4 Jahren. Ich mache es tatsächlich erst, seitdem wir den Hof übernommen haben. Also seit 1,5 Jahren jetzt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass ich so eine leichte Routine reinbekomme. Also ich vielleicht auf dem Hof so ein Aufgabenfeld eher bekomme. Aber solche Späße habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht tatsächlich. Das sind ja keine schweren Aufgaben. Die kriegen ja gebacken, ne? Also. Hansi, geh mal weg da. Haben wir den eigentlich noch? Den Hansi? Was meinst du denn jetzt, wenn er da war? Ja, runter, der wird schon gehen. Hansi ist, den haben wir schon gegessen. Wann habe ich Hansi gegessen? Irgendwann mal. Der war bestimmt irgendwo mit runtergegangen. Den Braten, den ich gerade mache, ja? Ja. Das ist noch vom Rind vom. Naja, 2020? Ende 2020? Ja, das ist doch. Das war nicht Hansi.
Ich habe Hansi nicht gegessen. Ja, der wurde, anderen Leute der gegessen. Wurde ja irgendwo mit unangemischt. Der wurde ja, siehste. Kommen wir zu deinem Schlachthof gegeben. Ja, aber dann haben wir ihn ja nicht gegessen. Wir dürfen das nur weißt du ja nicht. Schatz, wir dürfen eine Hausschlachtung im Jahr machen. Naja, aber trotzdem, wenn der auf einem normalen Schlachthof ist, dann kannst du ja am Ende das Steak, was du kaufst, ja, oder das Hack, kannst du ja nicht mehr sagen. So, als hätten wir Hansi für uns geschlachtet und gegessen. Theoretisch war er irgendwo ja, in irgendeiner Charge in Deutschland mitzwischen. Hat aber Kraft, ey. Du musst auch runterlassen jetzt, ne? Achso. Ist er weg? Lass runter. Ich mag das nicht. Runter. Schon. Gut, das war's. März 2022. Bislang haben Jenny und Sven Ole ihr Heu auf dem Feld getrocknet. Bei dem norddeutschen Schiedwetter war das nicht immer einfach. Also wir haben vor, dieses Jahr im Frühjahr hier noch eine Heutrocknungsanlage einzubauen. Im Frühjahr? Im Frühjahr diesen Jahres. Jetzt haben wir schon... Nächstes Jahr früher. Nächstes Jahr früher? Nee, dieses Doch, Jahr früher. Eigentlich sollte es dieses Jahr früher losgehen. Ja. Und jetzt sind wir nächstes Jahr früher. Ja, es... ich sag da nichts zu. Weil... Aber die Sachen sind schon da. Petrus, wie man heute zum Beispiel sieht, ist näher nicht sehr genügsam. Und wir haben halt in den letzten Jahren immer Probleme gehabt, unser Heu trocken einzufahren. Und deshalb wollen wir eben eine Heutrocknungsanlage hier reinbauen, damit wir eben wetterunabhängig sind. Eine Anlage kostet davon steht doch nichts. 100.000 Euro. Das heißt, wir müssen noch mal was machen. Schulden auf. Wie viel sind es jetzt geworden letztendlich? Das weiß man ja noch nicht. Ja, grob. Wo sind wir jetzt grob? Grob sind wir jetzt bei 250. Ja, ne? Ja. Hätte ich auch eher so im Kopf gehabt. Aufnehmen oder Finanzierung aufnehmen, um dann hier eine höhere Milchleistung zu haben, um überhaupt ansatzweise die Kosten zu decken. Also der Finanzierungsplan ist eben so einfach, ja ganz einfach, dass du eben durch die Heutrocknungsanlage qualitativ hochwertiges Futter hast und dadurch eben eine höhere Milchleistung. Und diese hohe Milchleistung ist praktisch die Bezahlung für die Heutrocknungsanlage, zum Teil. Die Anlage soll in den nächsten Wochen geliefert werden. 5 Uhr nachmittags. Die nächsten Wochen, die nächsten Monate. Sven Ole heute seine knapp 50 Milchkühe. Die Heufütterung macht sich auch in der Milchleistung bemerkbar. Also bei uns so zwischen 15 und 20 Liter am Tag. Auf den Hochleistungsbetrieben auch schon gerne mal 60 Liter. Also wir haben so ein gutes Drittel, sag ich mal, haben wir. Also das ist meine Lieblingskuh. Die haben wir vorm Schlachter gerettet. Die kam als Kalb. Ist das Fetti? Das ist Fetti. Fetti ist ja gestorben, ne? Die ist auch die gestorben. Ist gestorben, ja. Wie alt war sie nochmal? 14? 13 oder 14. Ja. Ja, Fetti. Aus Bayern hier hoch, sollte eigentlich zum Mester. Aber keiner wollte die haben und dann habe ich über Umwegen das erfahren und habe gesagt, Mensch, wir haben Platz, schick die doch hierher. Ja, und dann haben wir die hiermit aufgenommen, haben die getränkt und gefüttert und dann haben sie irgendwann besamt. Und jetzt ist das einer unserer besten Milchkühe. Jennys und Sven Oles Heumilch kostet etwas mehr als übliche Milchsorten, viel. Ja, wobei jetzt ist es auch schon anders, ne? Jetzt kostet unsere noch 2,39 Euro und ich glaube, die teuerste Milch nach uns konventionell und aus ganz Deutschland ist, glaube ich, 1,99 Euro. Da hat mir noch letztens nachgeguckt. Das weiß ich nicht. Also da nimmt sie das nicht mehr so viel. Ich gucke da nicht drauf. Aber eigentlich müssten wir erhöhen. Ja. Bleibt für die beiden trotzdem. Beim Milchwettbewerb habe ich verloren. Um das zu ändern, haben Warum? Sie ein Ziel. Ende des Jahres sollen sie Bio sein. Also das, was wir jetzt melken, ist dann morgen früh schon beim Kunden im Regal. So, bis morgen. Nach 1,5 Stunden. Aber das ist eine Sache, die mich einfach immer noch ein bisschen aufregt. Wir machen genau das, was die Verbraucher wollen. Ne? Also wir machen frische Milch. Wir haben Heumilch, also im Prinzip... Warum kauft ihr den Scheiß nicht? Ich kann doch nicht angehen.
Naja, also wenn du so am Preis willst, würde ich auch nicht kaufen. Aber letztendlich machen wir genau das, was verlangt wird. Haben es auf Bio jetzt umgestellt und trotzdem haben wir noch Milch über. Das Geld fehlt. Das Geld fehlt. Lieber viermal im Jahr in Urlaub fahren. Ja. Das neues ist echt Auto, bisschen, neues Handy. Bisschen schade. Ja, mein Uropa, sage ich ja immer, ne, der hat immer gesagt, der Franzose fährt mit seinem alten, klapprigen Trabi in 6-Sterne-Restaurant und der Deutsche fährt mit seiner neuesten Mercedes E-Klasse zu McDonald's. Und das spiegelt das ja eigentlich genau wider. Ne? Ja, wobei eigentlich ein Umdenken stattfindet die ganze Zeit. Und ja, aber ja. Es bleibt halt beim Denken, nicht beim Kaufen. Ist aber auch negativ. Ja, ist doch so. Ich sind das. Alle Kühe gemolken. Ja, wollen wir die nicht da aufbauen? Das ist übrigens meine Jacke, die du anhast. Ne? Damit ihre Milch das Bio... Das machst du übrigens auch sehr gerne, meine Klamotten anziehen. Meistens Jacken. Ich habe nur 3. Ja, die eine hast du ja in Wasser ertränkt. Hast du ja nochmal rausgeholt? Ja, sicher. Die lag doch da bestimmt schon eine Woche drin. Ja, und? Waschen, trocknen, fertig. Ich weiß schon, noch eine eigene Waschmaschine hat, weil das finde ich richtig eklig. So, meine Kälber-Iglos hier. Brauchen Jenny und Sven Ole größere Kälber-Iglos? Das sind die Hütten, in denen ich glaub, die... Ich glaube, wir haben immer nur 3 aufgebaut, ne? Von 12. Weiß ich nicht. Und dann bist du noch über die Kälber-Iglos rübergefahren mit dem Träger. Neben dem Güllefass. Ja, nur mal so, zum Thema, die passiert nichts. Aber nicht über die Kälberhütten, sondern über die Zäune. Aber die sind, ja. Auch, die sind noch gar nicht kaputt. Nö. Was habe ich da nachgeguckt? Wie denn? Nee, aufgeschnitten, die Packung. Und ja. Letztens bist du über eine Bierkiste gefahren, aber ist jetzt auch egal. Ja, nee, du, da machst du mal kurz Stopp. Das ist aber ein Thema hier, ne? So, du musst nicht wenn laut du werden, deine so. Veranstaltung hast, ne? Ja. Wo ich denn auch noch aufbaue. Das ist deine Veranstaltung. Du musst nicht lauter und du werden. Es nicht mal schaffst, eine Bierkiste wegzuräumen. Ja. Da hört es aber auf bei mir. Also erstmal musst du es nochmal richtig erzählen. Erstmal war es eine erzählt. Abendveranstaltung. Ist egal, wann die stattfindet. Ich nehme immer die gröbsten Sachen mit rein und am nächsten Tag... Ja, dich ich, selber. Am nächsten Tag räume ich dann eigentlich den Rest auf. Mhm. Du hast aber voreilig die Bierzeltgarnitur abgeräumt. Weil ich arbeiten musste auf dem Vordertisch. Du hast die Sachen, die also noch auf dem Tisch standen, runtergestellt, anstatt sie gleich zur Seite zu stellen. Habe ich gemacht. Hast du nicht? Doch. Du hast sie nicht zur Seite gestellt, sonst wärst du nämlich nicht drüber gefahren. Ich habe nämlich gesehen, wo die Bierkiste nämlich stand dann. Und du bist da richtig schön drüber gefahren. Deswegen, ja, und ich habe dir an dem Tag 20 Mal gesagt, hol bitte die Bierkiste weg. Das war deine einzige Aufgabe. Aber die Frage ist doch einfach... Und du hast es innerhalb von 12 Stunden nicht geschafft. Aber warum hast du die einfach nicht gleich direkt, als du sie in die Hand genommen hast, gleich zur Seite getan? Weil ich das nicht einsehe. Was siehst du nicht ein? Das ist deine Veranstaltung. Ich mach deinen Scheiß hier in der Küche auch weg. Ich sehe ja, es auch nicht ich, ein. Ich habe die ganzen Partyzeltgarnituren schon weggeräumt. Ja, ich habe den Ulle, ganzen anderen Quatsch ganz weggeräumt. Ehrlich? Und du kannst nicht mal die Bierkiste da wegnehmen. Und du kannst ja nicht mal deine, wenn du hier mal kochst, mal einmal die Woche, die ganzen Sachen mal ich wegräumen. Ich koche nicht einmal die Woche. Und wenn, habe ich keine Zeit dafür, weil du mich wieder losscheust. Ja, ist klar. Man kann ja, du guckst ja beim Kochen noch, wie die Butter schmilzt. Wenn du die perfekten Bratkartoffeln haben willst, muss ich gucken, wie die Butter schmilzt. Ja, du guckst ja noch davor, aber 20 Minuten dabei zu, wie die Kartoffeln kochen, anstatt erstmal aufzuräumen. Du musst halt für die perfekten Bratkartoffeln... Sven Ole, ne? So. Ne? Man muss einfach auch aufwachsen. Ein bisschen nachachten. Heute steht der Aufbau an. Naja, noch sind wir kein Bio, darf man auch nicht vergessen. Noch sind wir kein Bio. Noch nicht. Ne? Noch nicht. Apropos Bio, kriegt man jetzt einmal irgendwie noch so ein Siegel oder so, oder eine Urkunde? Wie läuft denn sowas ab jetzt? Eine Urkunde, wir haben Sportabzeichen. Ihr habt es geschafft, wir wissen nicht wie, aber ihr habt es geschafft, während der Corona-Zeit, während der Kriegszeit Bio. Drei Zeiler und fertig. Glaubst du, hier steht einer mit einem Präsentkorb an der Tür? Das ist ja mal schön. Ach. 18 Monate Umstellungszeit haben wir jetzt. Also vom 1.6.21. Bio lohnt sich finanziell zurzeit nicht. Der Markt ist einfach überschwemmt. So. Also lohnt sich für die Tiere, lohnt sich für die Natur, aber fürs Portemonnaie einfach gerade nicht. Bis jetzt dieses Jahr November 2022. Sind wir in der Umstellungsphase und kriegen eben den konventionellen Preis immer noch, aber müssen teilweise eben schon ökologisch wirtschaften, wo die Betriebsmittel dann eben teurer sind, aber die Erlöse natürlich konventionell bleiben. Also du hast eben weniger Gewinn und dieses Liquiditäts. Also ich glaube, ich würde fast allen anderen raten, gerade nicht Bio umzustellen. Mm.
Also allein, was wir an Extrakosten hatten, diese ganzen also Futterkosten, die sind ja so wahnsinnig teuer geworden. Das passte überhaupt nicht zu dem Milchpreis, den wir bekommen. Naja, auch die Prüfungsgebühren und Umbaumaßnahmen und hin und her und bla bla bla. Wurden wir überhaupt unterstützt irgendwie in der Zeit vom Staat, dass man irgendwie mal so eine Art, so, es ist halb Jahr bestanden, so nö, ein Jahr bestanden? Also, ja, du kriegst deine Bioprämie irgendwann, ja, aber zum Schluss. Erst, genau, zum ja, Schluss. Aber wie soll man eigentlich über die Runden kommen, ganz ehrlich? Nee, du kannst ja nicht vorher das Geld in den Arsch kriegen. Nicht vorher, aber so, ich weiß nicht was, etappenweise oder so. Ja, dann musst du mal anrufen. Oh. Ich rufe die alle an, das weißt du. Ja, ich nenne jeden. Also wirklich. Vielleicht, das musst du eben auch erstmal irgendwie stopfen. Ja, können wir ja nicht stopfen, ja. Das ist es ja. Ja. Interessiert aber auch keinen. Ich glaube, mein Mann wäre LKW-Fahrer geworden, wenn das nicht so gekommen wäre, wie es ist. Er fährt ja jetzt auch noch nebenbei LKW, sonst könnten wir das gar nicht so alles wuppen. Er fährt gerne LKW tatsächlich. Aber das ist ja auch alles dann hoffentlich absehbar, sobald wir dann mehr Geld für unsere Milch bekommen und in der Direktvermarktung vielleicht ja, mehr Absatz erzielen können, dass er das nicht mal machen muss. Das wäre ganz schön. Du hast das Ding hier vergessen, Schatz, ne? Oh. Du lenkst mich auch ab mit deiner Schönheit, ne? Das ist du hast mich auch nie einmal angeguckt das heute. Natürlich. Von oben bis unten nackig und du nimmst angeguckt. Auch nie Komplimente an. Du nimmst nie Komplimente an. Nie. Ach, es ist schon schön, natürlich Komplimente zu bekommen. Ich bin eher der romantischere Typ. Mein Mann haut das immer so irgendwie zwischen Wurst und Auto raus. Zwischen Wurst und Auto? Ja, irgendwie hast du einfach dafür nicht so das Händchen oder die passenden Momente dafür, wo ich es mal so annehmen kann. Aber ich muss dazu sagen, ich kann generell nicht so Komplimente annehmen. Weil ich mich aber auch selber sehr selbstkritisch sehe. Ja. Ist so. Ich bin halt nicht so ein Romantik hier rote Rosen-Typ. Das bin ich einfach nicht. War ich aber auch noch nie. Also das, ich bin ja mehr der plumpere Typ. Das kann ich bestätigen. Also zusammenarbeiten als Paar oder als Ehepaar. Das ist ganz grausam. Das stimmt. Ich sag mal so, das Gute ist noch, dass ich nicht zu 100% irgendwie involviert bin. Ich glaube sonst, weiß nicht, ich glaube dann hätten wir einen ganz anderen Ton miteinander. Ich meine, wir haben ja schon mal einen sehr rauen Ton miteinander. Ich finde, das Zusammenarbeiten als Ehepaar ist für mich eigentlich ganz schön, weil du eben merkt man nicht. Menschen, was das zusammen merkt man machst, nicht. Den du am liebsten hast, ne? Naja, aber du verwechselst auch Arbeitszeit mit Freizeit. Also ja, mein Mann sagt dann, ja, wir gehen jetzt mal einen Trecker fahren oder Gülle wegfahren. Ist ja auch Familienzeit. Machen wir zu viel, ist Familienzeit. Ja, wenn du die Kinder mitnimmst. Ja, das sehe ich zum Beispiel ganz anders. Ich finde Familienzeit immer noch so. Nein, ich sehe das immer noch so, Sven Ole. Und das Tolle ist ja, an so eine Community, ich stehe mit meiner Meinung nicht alleine. Ja, aber ich auch nicht. Doch? Nee. Zeig mal einen Kommentar. Landwirte, bitte Bezug nehmen. Danke. So, wir machen dich kalt damit. Ja, Sven Ole. Ja. Du hast doch selbst mit Landwirten schon gesprochen, die sagen, ey, nimm die Zeit für die kleinen Kinder, die werden so schnell groß, ich bereue es auch und nimm mich definitiv jetzt zurück. Also, das, trotzdem fahren das die Kinder mit, ist nicht ganz richtig. Ja, die können auch mitfahren, das ist doch kein Thema. Ja, aber es war trotzdem dann, also ich mache ja was dann mit meinem Sohn ja, man und muss, Tochter. Ja, aber man muss auch mal raus hier. Guck mal, wir wohnen hier, wir leben hier. Ja, aber wenn ich Gülle fahre auf irgendwo hin, dann fahre ich doch raus. Dann bin ich doch woanders. Sven Ole, bitte. Nee, aber nicht ist diese, so. Das ist diese Milchmädchenrechnung. Das nee, aber er freut nicht. Sich immer ein zweites Arschloch, wenn er dann irgendwo... Das stimmt nicht. Mit der will er auch nicht mehr raus. Nur. Nee. Ja, weil ihr immer mitkommt und wir dann da so sind wie in der Legebatterie auf dem Trecker, weil alle vier Leute mit mit reinmischen. Nee. Das ist nicht mehr so ganz richtig. Mal weg vom Betrieb, mal weg von der Arbeit. Aber mal auch mal ein bisschen Kopf weg und... Es ist ja auch so, wir wohnen ja auch auf dem Betrieb. Ich kann auch manchmal habe ich so Tage, ich kann das nicht mehr sehen. Sag, ich muss jetzt mal raus, ich muss mal weg, keine Ahnung. Ihre Hoffnung, wenn sie mehr Geld für ihre Milch erhalten, könnten sie sich einen Mitarbeiter leisten. Und hätten mehr Freizeit. Da sind wir noch ganz weit weg von. So, 4 Zimmer, 100 Quadratmeter, 700 Euro kalt.
Manchmal bist du richtig witzig, du Schatz. Ja, aber mit 700 Euro kalt ist auch nichts mehr. Also selbst bei uns hier nicht, ne? Was meinst du denn jetzt? Ja, von der Miete her. Ist auch alles teurer geworden. Wir zahlen auch keine Miete. Naja, aber hier bei uns in der Gegend für 700 Euro das weißt kalt. Du, yes, da, woher weißt du das denn jetzt? Der kriegst du Mülleimer. Woher weißt du denn die Mietpreise? Weißt die, ich habe Freunde, ja, die haben eine Mietwohnung. Ja? Ja. Und? Was? Ja, der bezahlst du für 50 Quadratmeter, ist auch schon gerne mal Tausender. Ich kenne keinen von deinen Freunden, die 50 Quadratzimmer Wohnung haben. Zumindest nicht die letzte Jahr hier waren. Ja, sicher. 50 Quadratmeter? Ja, und mehr. Siehst du? Was? Bei mir sind wir schon woanders. Ach, Schatzi. Die vielleicht wichtigsten Tage im Jahr. Sven Ole, von seinen Freunden Oleg genannt. Die Entstehung von meinem Spitznamen Oleg kommt, glaube ich, aus der 9. Schulklasse, wo ich ein Praktikum gemacht habe bei einem Trägerschlosserbetrieb. Und da hat damals mein Kumpel gearbeitet, der jetzt auch mein Nachbar ist, und der hat mich irgendwie dann Oleg getauft und er war Bolleg. Und dann waren wir Oleg und Bolleg. Hat vor 5 Tagen mehrere Felder abgemäht und auf Sonne schlimm. Gehofft. Gestern hat es dann plötzlich geregnet und die Trocknungsanlage wurde immer noch nicht geliefert. Und heute wollen wir das retten, was zu retten geht. Also wie gesagt, gestern ging es vom Pressen her. Wir hatten einigermaßen gute Trockenmassegehalte, also alles über 85%. Und hoffen jetzt mal, dass es heute auch noch so ist. Moin. Und dass wir eben den Rest vom Schützenfest auch noch hier trocken und sauber einfahren können. Am Abend droht schon wieder Schlechtwetter. Sven Ole muss das Heu möglichst schnell ins Trockene bringen. Beschissenes Wochenende. Freitags, wo noch gutes Wetter war, wo das Heu noch richtig gut war, weiß das noch? Da haben wir dann 3 Ballen gepresst und dann hat es angefangen zu regnen wie aus Eimern. War alles im Arsch. Ich weiß ja, dieser Moment, als der Regen kam, da war es so, als wenn man so einen guten Freund zu Grabe getragen hat. Irgendwie, also das war richtig so, ja, man hat alles versucht, getan und gemacht, aber dann, am Ende hat es doch nicht gereicht dann letztendlich. War ein Scheißtag. Das war ein Scheißtag, ja. Also du kannst froh sein, dass du so tolle Leute und Freunde hast. Und ja, sonst wäre das nicht gegangen. Ja, also da kannst du mal ein ganz großes Danke sagen. Kriegen die auch so. Ach so. Und bekommt dabei Hilfe von Freunden und einem Lohnunternehmer. Liebe Grüße. Martin Völker fährt die Ballenpresse. Jetzt nehme ich die nächste Netzrolle rein. Wo muss ich seinen Nachnamen gleich mal am Handy einspeichern? Ich kenne ihn zum Beispiel gar nicht. Das Wetter steht uns ja am Nacken, mehr oder weniger. Der Regen. Der Regen. Immer mit Stress verbunden. Aber es macht auch Spaß. Ist immer so gut drauf? Kenn ja gar nicht. Entscheidende Feuchtigkeitskontrolle. Ja, das ist ja top. 13%, 14%. Das können wir so akzeptieren. Wären die Ballen feuchter, könnten sie während der Lagerung schimmeln und sich im schlimmsten Fall. Aber das ist ja das Gute nachher in der Heutrocknung. Du kannst denn ja feuchteres Heu einfahren eben, ne? Das ist ja eben der Vorteil. Also da musst du eben nicht warten, bis es komplett trocken ist und kannst es dann. Aber nass kannst du es ja trotzdem nicht nehmen, ne? Du musst trotzdem ein bisschen. Es muss angewächst sein, es muss einen bestimmten Trockenmassegehalt haben, aber du musst jetzt nicht komplett warten, bis es komplett Möbel ist und da gar kein Wasser mehr drin ist. Aber ich finde auch deine ganze Heutrockensgeschichte, ne? Das ist auch irgendwie. Steht nicht unter so einem guten Stern. Das läuft. Naja, das siehst du ja. Deswegen muss das Gras kommt nicht, muss eine gebrauchte mehrere Tage auf dem Feld liegen Schrottanlage bleiben. Kaufen. Bei Sonne, Wärme und idealerweise etwas Wind. Das Heu von 24 Feldern müssen sie heute reinholen. Das passt schon. Fühlt sich auch nicht feucht an. Also heute Morgen im Tau war es wesentlich feuchter. Und die Kühe oder unsere Kühe fressen so 14 bis 20 Kilo Heu am Tag. Also so kommt immer noch an, 4 bis 6 Ballen von denen am Tag verfüttere ich, ja. Und deshalb brauchen wir auch ein bisschen. Sein Ziel? Wie weit kommen Sie jetzt eigentlich mit dem jetzigen Bestand noch klar? Neujahr, Weihnachten. Muss ich zukaufen? Muss ja, ne? Ich kann die jetzt nicht Kellogg's Frosties dahin machen. Das ist schon schlecht. 600 Ballen Heu. Sven Ole hat die Arbeit aufgeteilt.
Er fährt die Ballen in die Halle. Währenddessen sammeln auf dem Feld mehrere Freunde die gepressten Ballen ein. Sie alle fiebern seit Tagen der Ernte entgegen. Das ist auch immer so ein Ding. Die rufen mich schon 3 Wochen vor an. Wann machen wir denn heu? Wann machen wir denn heu? Die können gar nicht mehr still sitzen. Das glaube ich gar doch, nicht. Doch, doch. Ich glaube, Henning so, doch, oh, nee, wenn die eine Woche, wo nee, Ole mich nicht anruft. Wetterbericht, wenn die da irgendwo mehr als 6 Stunden Sonne sehen am Tag und irgendwie über 25 Grad, dann klingelt mein Handy. Wollen wir mähen? Wollen wir mähen? Wollen wir mähen? Das glaube ich. Wollen wir mähen? Wann geht's los? Wann geht's los? Ich glaube, die setzen doch, eher wirklich. Wetten doch, ab. Nee, nein, die sind heiß wie Frittenfett. Das ist Wahnsinn. Also, ich finde das ja gut. Aber ich sage, Jungs, ich muss mal einen Ball flach halten. Also, die kümmern sich denn in dem Moment oder in der Zeit mehr um mich als um sich persönlich und ihre Freunde, falls vorhanden. Beziehungen. Ist neutraler, Sven. Aha. Wir gucken auf alle Wetterberichte generell. Damit einer ist Quatsch, 6 oder 8 abwiegen, gucken, was sagt die Großzahl. Großzahl sagt, es bleibt trocken, dann halt mähen. Ist auch ein bisschen Glücksspiel, weil die ändern sich ja auch noch mal locker 2 Stunden. Und gerade du, Kollege, ne, du guckst schon immer 4 Wochen vorher und rufst mich 10 Mal am Tag an. Ich glaube das immer auch nicht. Doch, ich finde es gut. Ole, ich glaube, das musst du mal richtig stellen. Ich finde es gut. Davor und sagen Unwetterwarnung. Zum Beispiel jetzt, die ganze Woche war er trocken, er hat Freitag auch gepresst. Freitag waren 2 Probeballen, die waren traumhaft. Stunde später hat es geregnet. Hat er sie probiert? Angerufen und gesagt, Herzen brechen. Da war habt ihr die Beine probiert? Für das Heu wäre ich Veganer geworden. Habt ihr alle probiert, ja? Ja, war super. Richtig gut. Dieses Jahr läuft es mal wieder alles schief. Jeder Bauer kriegt es irgendwie hin, bis auf Oleg. Oleg hat immer das Glück, dass es einmal, wenn der Heuernte regnet. Der ist komplett verflucht. Ja, das ist normalerweise wäre die Heutrocknungsanlage schon da. Wir leider nichts geworden. Niemand hätte freiwillig diesen Hof übernommen. Niemand hätte gesagt, komm, ich mach das, ich bind mir die Schulden ans Bein und peppel das Ganze auf. Ja. Für ihn ist das dann einfach, das ist das, was er kennt. Das ist sein Elternhaus, ist praktisch alles, was er hat. Und er steckt halt ein unfassbares Herzblut da rein. Er hat unfassbar Bock da drauf. Man sieht ja immer, von A nach B geht, der Typ sieht aus wie Mitte 40. Der. Aber hast du noch Bock da drauf? Mal ganz ehrlich. Ja, doch. Also es geht ja auch bergauf. Wann? Das habe ich verpasst. Wann ging es bergauf? Hast du nicht mitgekriegt? Nee. Also es ein bisschen schwieriger ging, da nee, Gang runterschalten musste. Nicht mitbekommen. Nee. Ja. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es eher tatsächlich gerade wieder so geht. Na. Also, ich habe nicht das Gefühl, es bergauf geht und... Nein, aber er hat schon recht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es bergauf geht, weil wir einfach viel zu viel schlechte Phasen haben, viel zu viele Rückschläge und ich glaube auch eher, dass wir das Pech gepachtet haben als das Glück. Und, aber ich glaube, wenn wir nicht positiv entgegensehen und dabei noch lächeln können, dann glaube ich, wird sich nichts ändern. Und sonst haben wir immer noch uns, ne? Er ist an Ende 20. Also man merkt, dass Kühe und Milch auf jeden Fall sein Leben sind. Das ist das, wofür der Junge eigentlich auch weggekommen ist, ja. Ja. Trinkt er auch gerne Milch, also so 2 Liter am Tag schaffe ich, ne? Ich weiß, du hast ja immer einen 5-Liter-Eimer. Stimmt. Außer jetzt haben wir keine Milch. Jetzt gerade, genau. Hast du wieder vergessen. Ist Ebbe, ja. Ist Ebbe. Aber es kommt ja öfter vor, dass wir keine Milch haben. Sie ist tatsächlich geschafft. 611 Ballen Heu liegen trocken in der Halle. Piep, piep. Doch um über den Winter zu kommen, muss Sven Ole noch mindestens ein weiteres Mal ernten. Geplant hatte das für den Herbst, dann, wenn die Trocknungsanlage endlich da ist. Mit der Heutrocknungsanlage wäre es natürlich wesentlich entspannter gewesen. Also da kann man eben wesentlich früher das Gras reinholen, weil man es dann eben hier in der Boxen trocknen und trocknen kann. Und man ist eben wetterunabhängig. Ne? Da braucht man 2 Tage Sonne und dann ist gut und nicht fast eine Woche. Also wäre schon zum Vorteil gewesen, hätten wir das gehabt. Aber ist jetzt noch nicht. Bist du auch Kinderklamotten? Mein erster Flohmarkt. Da müssen wir mal fragen, ob sie 2 oder 3. Das war für mich auch Independence Day, ne? Das war, Alter, nee. Oh Gott. Also ich fand den ersten Bauernhof-Flohmarkt richtig gut. Also geiles Wetter, tolle Leute,
entspannte Atmosphäre und es gab, ich fand die Atmosphäre entspannt, also als ich erstmal am Stand war, ja. Aber ja, richtig, richtig genial. Und ich habe ja noch einen gemacht und nächstes Jahr kommt noch ein Bauernhof-Flohmarkt. Ja, würde ich immer wieder machen. Ich würde ja auch immer wieder heiraten. Was denn? Wirklich? Ja, aber nicht da in der Kirche. Achso, die war wunderschön. Ja, war zu weit weg. Ja. Bist du fertig? Ja. Ich fand's super. Richtig gut. Jenny versucht, den Hof bekannter zu machen. Heute mit einem Hof-Flohmarkt zum ersten Mal. Ja, aber für mich ist das nichts, ne? Nee. Da hast du recht, Meister. Das ist nicht die ländliche Ruhe, die ich. Du machst aber eh ungern neue Sachen. Ich sabbel! Ich sabbel doch gar nicht. Siehst du, nur Stress hier. Und immer Stichelein, immer von der Seite. Und Kindergeburtstage. Die Idee, weitere Standbeine für den Hof. Also wie ihr seht, versuche ich heute auch ein bisschen selbst zu verkaufen, aber ich komme gerade gar nicht dazu, meinen eigenen Stand schier zu machen. Oh, da war ich mega erkältet. Mega erkältet. Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das da durchgehalten habe da. Und man wird ständig aufgehalten und die meisten Sachen fehlen noch. Ich wollte ein Flohmarktzeichen hinmachen. Ich habe alles noch ausgedruckt und ja, jetzt stehe ich hier und mein Stand ist der einzige, der noch nicht fertig ist anscheinend. Jenny möchte ihre eigenen Träume auf dem Betrieb verwirklichen und gleichzeitig Chaos. Damit Menschen auf Chaos. Ihre Heumilch aufmerksam machen. Ich mache ja den ganzen Spaß ja hier. Weil der Flohmarkt fehlte generell hier in den Örtlichkeiten. Und ich bin jemand so, ich mecker nicht, ich mach dann selber. Also, und es, das ist aber auch Kugelores, oder? Was ist denn jetzt schon in jedem Scheißdorf hier um uns rum ist irgendwo ein kleiner ja, Flohmarkt. Jetzt, wann war denn das, Schatzi? Ja, das weiß ich. Guck dir mal das Wetter an. Sommer? So. Ja, der war ja, überall Flohmarkt. Nee, eben nicht. Das fing so langsam wieder an. Und ja. Davor war ja fast 2 Jahre Stillstand mit Wieso? Flohmärkten. Wegen, hast du was mal gehört von Corona? Ach ja, da war ja. Ja. So, und das übrigens, tut ja auch. Mein zweiter Flohmarkt war auch richtig gut. Der war richtig gut. Da habe ich meinen Mann sogar noch hingestellt zum Käse verkosten. Milch eigentlich auch? Ich weiß das gar nicht mehr. Hast du auch Milch verkostet? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Nee, voll gestresst. Erstmal mir gut, ich bin ein paar Sachen los, kriege noch ein bisschen Geld für die Kinder. So. Und die Leute lernen unseren Hof halt auch mal ein bisschen kennen und uns kennen. Und hier, da, offene Haare. Ich habe es ja auch gerade gesehen, ich habe ja auch solche Haare auch manchmal, wenn sie durchgepustet werden, das war schon, ja, war schon viel Haar manchmal zwischendurch. Deswegen gibt es nur eine Folge mit offenem Haar. War glaube ich nur eine Folge, oder? Weiß ich nicht. Ja. Wo wir sind. Und das läuft. Der erste Flohmarkt. Oh, guck mal hier. Wo? Hast du gesehen eben? Nee. Unser Rasen. Ach so. Sogar Gäste aus Hamburg sind angereist. Doch schon bald spielt die Landwirtschaft. Ah, ist doch Pauli-Zeit. Die zweite Heuernte steht an und die Heutrocknungsanlage soll eigentlich bald geliefert werden. Das war schon ein super Kater. Oh, nee, das ist Fritz. Ende August. Sorgen um die zweite Heuernte. Oh, mega Sonnenbrand gehabt. Das hier ist unsere Regenbogenmaschine. Nein, das ist natürlich unsere Berechnungsanlage. Ich habe eben das Problem, dass wir eben noch nicht genügend Heu haben und durch die Dürre jetzt eben auch nichts wächst oder sehr wenig und wenn dann Unkraut, was wir eigentlich... Wir sind beide sehr blass um die Beine herum. Guck mal, wie blass wir beide sind. Ja, wir beide mögen die Sonne nur bedingt. Aber die Sonne mag uns sehr gerne. Also wir können keine Sonne ab. Also ich mag die Sonne, wir können sie nur nicht ab. So. Und Ulle mag es nicht zu schwitzen. Sunblogger 50 ist immer an Bord. Kann man nicht haben wollen. Und das hier ist jetzt ein Agargras-Standort, also eine Weidelgras-Mischung mit 25% Weißklee. Und das komplette Feld war braun. Also wirklich kackbraun. Und das haben wir jetzt die letzten 2 Nächte beregnet mit dieser wunderschönen Maschine hier. Haben da 60 Liter auf dem Quadratmeter raufregnen lassen. Und jetzt 2 Tage später sieht das schon wieder ganz anders aus. Ne? Aber hier kann man eben richtig schön sehen, dass der Klee richtig schön gut durchgekommen ist. Der ist saftig grün. Meistens eigentlich weiß Klee. Hat er weiße Blüten? Der hat weiße Blüten, ja. Eigentlich wollte Sven Ole schon bald mit der zweiten Heuernte beginnen, doch noch ist das Gras nicht hoch genug.
Hinzu kommt, je später im Jahr, desto schwieriger wird es, das Gras auf dem Feld zu trocknen. Und die Heutrocknungsanlage wurde immer noch nicht geliefert. Mahlzeit. Kein gutes Omen für den Hersteller. Hallo. Ah, Milch. Nee. Ein Eimer pro Tag übrigens, nur mal den Verbrauch festhalten. Den Eimer für heute vermisse ich auch übrigens, mein Schatz. Du trinkst gar keine Milch, dich hat das eigentlich überhaupt nicht anzugehen. Aber du und unsere Kinder und ich koche damit, darf man auch nicht vergessen. Die Kinder beschweren sich schon von sich aus bei mir, dann musst du gar nicht mehr... Und jetzt zu dieser Jahreszeit trinke ich schon mal ganz gerne meinen Kakao mit Schuss. Den wir nicht mehr haben. Du hast den Amaretto ja leer gemacht. Also Schnapsdose. Irgendwo habe ich bestimmt noch einen stehen. Jenny eigentlich gar keine Milch trinkt, außer Cornflakes und Kakao. Oder damit kocht. Naja, ich und die Kinder. Naja, Bananenshake mache ich auch ganz gerne. Ich bin, glaube ich, immer noch Spitzenreiter. Also morgens 1,5 Liter ist, glaube ich, kein Problem, oder? Schatz, die ist echt steinhart hier. Du bist ja so heiß vom Aussehen her, da muss sie ja eigentlich schon auf dem Messer wieder schmilzen. Also, ist ja wohl das Mindeste. Ja, das mag sie aber nicht. Weißt du, und andere Ehefrauen würden sich sowas von freuen, wenn die jeden Tag von ihrem Ehemann irgendeine so eine Kacke aus Butterbrot geschmiert kriegen. Ne? Siehst du, sagst selber, mal so ein einfaches Kompliment. Mal einfach so. Du hast so eine Top-Vorlage gegeben, ne? Und den Top verwandelt und für dich kommen nur Augen drehen. Verstehe ich. Naja, weil du... Ja, was? Das kann ich mit ihm. Doch, aber ja, nee, du sagst es immer so in so Situationen, wo es nicht passt. Du guckst von mir und sagst, Jenny, weißt du was, du bist die schönste Frau für mich auf Erden. Natürlich sage ich das. Nee, sowas sagst du nicht. Was du denn machst? Sven Ole. Das stimmt überhaupt nicht. Lass mir doch eine Aus bei. Ich mag sie gibt aber auch immer so geile Vorlagen. Weißt du, da musst du das sagst du gerade. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, sicher. Sowas von. Nein, ist schon mal ganz, ich finde es ja ganz schön, dass er mir immer Komplimente macht. Aber irgendwann ist auf die Luft raus. Nee. Jedes Mal derselbe. Vor allem ist es gar nicht. Immer was kommt. Ja, musst du selbst lachen, ne? Oktober, noch immer fehlt die zweite Ernte und die Heutrocknungsanlage. Also das war der größte Sven Scheiß. Und Jenny mussten also der größte Scheiß. Doch, hack ich jetzt mal rum. Nee, das kannst du dir schenken. Weißt du, kommst du mal deine Popelsachen, die ich mal kaputt gemacht habe und du setzt so ein Scheißteil einfach mal in den Sand. Wieso Scheißteil? Ja. Was heißt in den Sand setzen? Naja, hast bezahlt. Aber es läuft. Wir wissen, dass es funktioniert. Also ich weiß nicht, wo es gelaufen ist. Aber und es lag ja nicht am Motor, es lag an den Ballen. So. Ich habe mit dem Typen gesprochen, der das Ding repariert hat. Ja, und hast ihn auch gesagt, wie nass die Ballen waren und was für einen Druck wir im Kern hatten? Ja, das hat er nämlich gesagt. Entweder war da was falsch eingestellt. Ja, war's. Ja, wie kann denn sowas falsch eingestellt sein? Weil wir es auch zum ersten Mal gemacht haben. Ja, aber die haben mir doch angeboten, dass sie da helfen. Ja, die können das Futter aber auch nicht trockener machen. Da kannst du noch so viel einstellen. Wenn das Futter nicht trocken genug ist, funktioniert das nicht. Ja, aber warum hast du denn so nass draufgestellt? Weil schon wieder Regen abends kam. Was soll der machen? Das ganze Ding kaputt. Es ist nicht das ganze Ding kaputt. Das rote Teil da. Wie heißt das? Lüfter? Schatz, da ist nur der Motor kaputt. Der Rest ist doch nur heil. Der Motor. Ja. Ich weiß, was das neue Reparatur kostet. Ja, weiß ich. Ja. 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 Und? Gebrauchte Anlage übergangsweise. Ja, oder Schrottinvestition. Haben Sie sie abgeholt. Ein Freund hat das mit dem Handy gefilmt. Die Heutrocknungsanlage habe ich von zwei Landwirten aus Wiesmoor und wunderschön aus Friesland, die leider ihren Betrieb aufgeben mussten. Ja, wir sind Samstagmorgen um 4 losgefahren und haben das ganze Teil abgebaut in Höchstgeschwindigkeit und dann auf dem LKW auf den Trailer geschoben. Ah, die waren schon knorke. Und dann hierher gefahren und Sonntag haben wir das dann abgeladen. Also das gute Stück hier ist ein überdimensionaler Föhn und der saugt sich hier vorne die Luft an und da drin ist... Man hat so eine andere Farbe denn da. Praktisch. Guck und mal da, das habe ich vorher gar nicht so gesehen. Das war ja so komplett eingestaubt. So. Vielleicht war da mal ein bisschen Rost oder so. Ja. Ja, was denn? Die Luft hier das ist doch kein Auto. Ansaugstutzen, hier in diesen Trichter rein und dann verteilt sich die Luft auf diese Ringe, wo dann letztendlich nachher die Rundballen draufstehen. Und dann geht die Luft durch, die Rundballen durch und trocknet somit die Rundballen. Der Aufbau der Anlage dauert nur wenige Stunden. Sven Ole hat schon die ersten Leute zum Mähen geschickt.
damit sie was denn? Sofort anfangen. Da war am Anfang auch so, wie machen wir es? Und dann, als wir es raus hatten, da war auch wieder ein Ole mit dabei, dann lief das. Also am besten Fall noch, ihr habt eine Linie gemalt, aufgestellt. Also. Wie so. War das? Eine Linie war so und das alles, was ihr aufgestellt war, so. Ja und? Komplett schief. Warum macht man eine Linie, wenn man sich nicht an die Linie hält? Ach so. Ja gut. Aber du hast noch ziemlich lange dran Silikon, glaube ich, verarbeitet, ne? Ja, das war auch an dem Tag. Ja? Ach so. Fangen können zu trocknen, nachkaufen oder so. Die Anlage steht. Einen Abend später dreht Sven Ole mit seinem Handy den ersten Durchlauf. Alles scheint zu funktionieren. Steht denn ein Holzbrett doch vor? Dann? Ja, es ist natürlich wieder der beschissenste Fall eingetreten, der nur passieren konnte. Super-Gau, nennt man das auch, Schatzi? Bei uns in Norddeutschland lief die Anlage heiß. Der Moment, als ich den rauchenden Motor entdeckt habe, war ja nicht so geil. Also das war ja abends, irgendwann um, weiß ich, 9 oder 10 und ich bin kurz reingegangen, habe einen Happen gegessen. Und dann kam ich wieder rein und dann war schon alles verqualmt, ne? Und dann habe ich eben nur einen Feuerlöscher geschnappt, sicherheitshalber. Was denn? Und habe dann alles ausgemacht und habe dann die Türen alle aufgemacht, damit er rausziehen kann. Und dann, ja, dann ging der Motor auch nicht mehr an, ne? Und dann haben wir den Lagerdeckel abgeschraubt und dann konntest du auch sehen, dass da innen drin der ganze Lötzinn war geschmolzen. Also das heißt, der Teil liegt immer noch in der Werkstatt. Da war übrigens auch ein Rückruf. Keine Heutrocknungsanlage für diesen Winter müssen sie Heu zukaufen. Ein Rückschlag für die beiden. Doch ihren Traum von der Heumilch aufgeben, das können sich Jenny und Sven Ole gerade nicht vorstellen. Die sind richtig abgegangen letztens. Ja. Sättigt das denn mehr? Scheißen sie auch 3 Meter. Oh. Das war's schon. Ich glaube, wir können mal den Anfang nochmal machen, oder? Nee. Jetzt bist du ja dieses Mal, jetzt bist du ja warm gelaufen. Hm? Du? Und kannst du mir auch deinen Traum von der Heumilch vorstellen? Oder ein Albtraum? Das ist auch ein Traum, das ist schon ein Albtraum. Nein, man muss auch mal, mein Gott, Rückschläge gehören dazu. Und das musst du dann auch mal hinnehmen und du musst halt dann wieder aufstehen und weitermachen. Klar, es ist alles immer ein bisschen mit Geld verbunden, aber. Naja, aber man darf nicht vergessen, ich persönlich finde, du bist einfach als Landwirt, wenn ich jetzt so dich sehe, du bist wahrscheinlich nicht der Einzige, dem es so geht, einfach auch alleingelassen, fallen gelassen. Weißt du, das mit dem Krieg, okay, das konnte keiner irgendwie ahnen, vorhersehen, was weiß ich, aber ich weiß nicht, hast du eine Einmalzahlung bekommen, hast du einen Mindestlohn, bekommst du irgendwie? Nee, aber das wusste ich ja vorher. Also wusstest du, dass es den Krieg gab? Nee, das nicht, aber ich brauche mich ja über Mindestlohn oder so nicht beschweren. Ja gut, ja. Aber letztendlich wirst du doch, findest du nicht, dass du vom Staat allein gelassen wirst? In der Bio-Umstellung mit den ganzen Sachen, die hier gerade so passieren? Es sind natürlich manche Sachen, wo man sagen muss, das würde ich jetzt anders machen. Aber es gibt natürlich trotz alledem auch viele Sachen, die man machen kann und wo man Förderung für kriegt. Aber es ist halt alles irgendwie mit Auflagen verbunden und so. Aber was würdest du dir wünschen, wenn du heute ein bisschen was verändern könntest in der Landwirtschaft für dich jetzt mal? Dass die Produkte so bezahlt werden, wie sie es verdient haben. Und wir nicht von den ganzen Subventionen leben müssen. So, das war das gesamte letzte Jahr von uns. Wenn ihr uns weiterhin verfolgen wollt, guckt gerne. Nicht verfolgen. Nicht verfolgen? Nein, folgen. Naja, also immer noch. Medial. Schaut gerne weiterhin auf den YouTube-Kanal NDR auf dem Land vorbei. Und wenn ihr den Film mal ohne unser Gesabbel sehen wollt, schaut gerne in der Mediathek rein. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, folgt uns weiterhin, kommentiert unsere Videos weiterhin. Abonnieren, kommentieren. Ein Däumchen, ein Träumchen. So. Ja. Danke, Ende.